frisch wie gestern. Aber. Achso. Ich weiß, nicht ganz so frisch wie gestern, aber pünktlich. Das ist ja das Wichtigste. Sind wir hier um kurz vor 8:30 heute Morgen in der Kraschmühle Lübbecke. Ein Pickebacker voller Tag. Daniel Bönker sagt noch gerade Hallo. Der Trainer der Mühlenkarls Auswahl wartet auf uns. Weitere 24 Spiele, 9 Stunden Live-Übertragung und das große Finale des Fury Cups. Wir freuen uns auf tolle Spiele, auf packende Momente. Wir schließen jetzt gleich die Vorrunde ab. Vielleicht bei Ihnen beim Frühstück, frisch aufgebrühter Kaffee, ein paar Croissants und Brötchen sind geholt. Und dann starten wir nachher ab ca. 10.45 Uhr in die K.O.-Spiele. Und dann geht's richtig zur Sache, dann geht's richtig Rammelbammel. Wir starten direkt rein in die erste Partie. Leipzig gegen Stuttgart. Und die Stuttgarter haben den Tag gestern abgeschlossen mit ihrer letzten Partie gegen Arminia Bielefeld. Das war nochmal ein hochklassiges Spiel. Und dürfen den Tag heute schon wieder beginnen. Also die kürzeste Regenerationszeit aller Teams am heutigen Sonntag morgen. Die Leipziger mit dem perfekten Start ins Turnier. 3 Spiele, 3 Siege. Hamburger Sportverein 3:1 geschlagen. 2:1 gegen den 1. FC Köln und ein weiteres 2:1 gegen Mainz 05. Besser hätte es nicht laufen können für die Leipziger. Und auch die Stuttgarter sind super ins Turnier gestartet. 3:3 gegen Köln, war auch ein hochklassiges Spiel. Hannover 96 wurde 4:0 besiegt und dann setzt es eben gestern in der letzten Partie des Tages, wo man so ein bisschen dachte, okay, jetzt geht die Luft raus. Aber ein tolles 5:3, das war ein fantastisches Spiel. Und jetzt haben wir den ersten Treffer der Stuttgarter. Nächste Führung. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Wunderbare Mitnahme aus der Luft, runtergepflückt und super vollendet. Torschütze war Leonard Münst, der auch gestern schon ziemlich erfolgreich war. Im Ligabetrieb mit 4 Toren erfolgreich. In der Oberliga, wo die Stuttgarter auf Tabellenplatz 2 stehen. Die Stuttgarter haben sich gerade sehr intensiv warm gemacht. Jeder Pass, jeder Schuss vom Trainer sehr, sehr kritisch beäugt und immer wieder mit lautstarken Kommandos versehen. Nächste große Möglichkeit wieder für den Torschützen von neben, Leonard Münst. Also die wollen hier sofort auf Spannung kommen. Die wollen sofort den Leipzigern mindestens Paroli bieten. Das entspannt geklärt. Die Kreissporthalle ist schon sehr, sehr ordentlich gefüllt. Man sieht das im Hintergrund für die Uhrzeit. Es ist nicht das erste Spiel, was die Mühlenkreisauswahl hat. Und dafür waren es schon lange Schlangen an den Eingängen eben. Die Lust auf das Turnier also ungebrochen. Auch für Zuschauer ist es ja ein langer Tag hier, der auf uns wartet. Jetzt die nächste Schusschance. Für die Leipziger, Abpraller, genetzt. Erik Stiller zum 1:1. Das geht gut los heute Morgen. Sicherlich zwei Mannschaften hier im Turnierverlauf, die man auf dem Zettel haben sollte. Die Stuttgarter könnte mit einem Erfolg gleichziehen mit Hertha BSC Berlin, die Rekordsieger dieses Fury Cups sind, mit 4 gewonnenen Titeln. Die Stuttgarter haben es bisher 3-mal geschafft, zuletzt 2013. 4-mal im Finale gestanden, 3-mal erfolgreich. Sehr, sehr ordentliche Quote. Nächste Chance jetzt für die Stuttgarter. Und wunderbar vollendet. Enrique Katsianas Sanchez. Der Mann ist der Top-Torjäger der Stuttgarter im Ligabetrieb. 6 Treffer da erzielt. Nationalspieler auf der Abrufliste für das Trainingslager in La Manga gewesen. Also definitiv einer der auffälligsten Akteure bei den Stuttgartern. So, da haben wir die Stuttgart-Fahne. Sie hängt auch so ein bisschen wie das Fähnchen im Wind. Aber ich denke, beim nächsten Treffer wird die auch
etwas euphorischer geschwungen. Guter tiefer Ball jetzt auf Wosch. Und Leipzig. Joscha Wosch, den gestern auch schon einen auffälligen Eindruck machte. Also es ist gleich richtig Tempo drin. Hier von Müdigkeit keine Spur, aber die Jungs sind ja noch jung. Hier nochmal die Aktion. Dribbling-Versuch. Und dann Foulspiel gepfiffen. Freistoß, Abpraller. Hier Ball gespielt. Und jetzt geht's mit der Überzahl Richtung Tor, aber Ball etwas unsauber gespielt. Da der Versuch über die Bande den Abpraller zu spielen. Stuttgarter würden mit einem Erfolg die Leipziger noch überholen. 9 Punkte für Leipzig, 10 Punkte wären es jetzt in der Live-Tabelle für den VfB Stuttgart, für die Schwaben. Ruhiger Aufbau jetzt meiner Führung. Kann man das genauso angehen. Leipzig etwas tiefer. Die haben gestern etwas höher angepackt. Frühdruck gemacht. Hier gegen Stuttgart eine etwas andere Philosophie. Trainer bekommen ja auch die Spiele auf einem USB-Stick zur Verfügung gestellt. Wurde gestern intensiv genutzt. Gerade die Mühlenkreis-Auswahl war da sehr begeistert drüber. Konnte ein paar Korrekturen nehmen. Und darüber werden wir ja später auch noch sprechen. Konnten gleich einen Erfolg gegen den ersten FC Nürnberg fahren. Da haben wir Kai Oswald, 40-jährig Trainer des VfB Stuttgart. Er war es, der seine Jungs eben schon intensiv begleitet hat. Da guckte gestern immer bis 7 Tage Regenwetter. Extrem ehrgeizig. Kai Oswald. Aber zwischen den Spielen dann ganz entspannter und angenehmer Zeitgenosse. Und genau diesen Ehrgeiz macht er hier aus Nachwuchsspielern irgendwann den Profi. Hertha BSC Berlin sagt es da immer so schön. Dein Talent bringt dich zu uns. Dein Charakter, deine Mentalität bestimmt deine Zukunft. Viel Wahres dran. Gut abgelegt jetzt der Ball. Wunderbar gespielt. Die Ablage von Leonard Münst und vollendet von Numan Sensoy. Hier sehen wir es nochmal. Wunderbar abgelegt, Direktabnahme 3-1 für den VfB. Guter Kopfballchance jetzt hier. Abpraller genommen und Lattentreffer. Das hätte ein Tor verdient gehabt. Bennett Hafke. Es ist ein gutes Spiel hier. Zu Beginn, das wäre fast das Eigentor gewesen. Felix Meier. Wechsel jetzt bei den Stuttgartern. Sollten sich beeilen, bei zwei sind wir schon. Und dann der Pfiff. Ja, 4-Sekunden-Regel. Für alle, die gestern vielleicht noch nicht dabei waren. Futsal-Regeln werden gespielt. Das heißt, wenn der Torwart den Ball hat, darf er den in der eigenen Hälfte nur 4 Sekunden lang halten. Ansonsten gibt es einen Freistoß für den Gegnern bei Ecken. Und beim Einkick, jetzt kann einen rollen, und den Einkick gilt die gleiche Regel. 4 Sekunden Zeit, den Ball ins Spiel zu bringen. So, jetzt die Leipziger. Aber nicht ganz ran. Abschlussversuch. Nochmal geblockt. Der Stuttgarter. Das hat man beim Aufwärmen schon gesehen. Machen einen etwas wacheren, aktiveren Eindruck. Ja, gut quergelegt. Schussversuch geblockt vom Keeper Janne Kamens. Tor der Leipziger. Ja, Bennett Haft gelegt, den Ball zurück. Ruhiger Spielaufbau. Aus der 2-2-Formation heraus. Stuttgart
Macht früh Druck. Und gewinnt den Ball jetzt. Abgeblockt. Sie sind wach und da jetzt fast genetzt, diesen Pressball. 2,5 Minuten noch auf der Uhr. Langer Ball, gut weggeköpft. Gut verarbeitet, wunderbar zurückgelegt. Gut gemacht. Jetzt haben wir die Möglichkeit vielleicht für die Stuttgarter. Schussversuch, knapp an die Bande, Abpraller. Ball im Aus. Da haben wir links im Bild Marco Kurt, 39 Jahre, dürfte dem einen oder anderen Bundesliga-Interessierten auch noch ein Begriff sein. Er muss jetzt hinnehmen, wie die Stuttgarter das nächste Tor erzielen. 4-1, Donnerwetter. Tut man im Vorfeld nicht so mit Geld. Hier sehen wir es. Wieder auf engem Raum, klasse den Ball behauptet. Ahmetjan. Sifakin mit dem Treffer. Also Marco Kurt, um das schon schnell zu Ende zu führen. 189 Zweitligaspiele und 8-mal in der Bundesliga aktiv. Von 2008 bis 2012 bei Energie Cottbus. Der Angreifer. Also ein Duell hier zwischen Marco Kurt und Kai Oswald. Ein Duell zweier ehemaliger Bundesligaspieler an der Bande. Jetzt die Stuttgarter wieder im 2 gegen 1 in der Überzahl. Ball schafft er nicht quer zu legen. War auch gut abgedeckt, gut verteidigt. Frederik Schumann jetzt. Leipziger jetzt mit dem Feldspieler im Tor. Und den nächsten Treffer. Aber Frederik Schumann mit dem 5:1. Leipziger haben scheinbar gut gefrühstückt heute. Etwas schwer im Magen. Nächste Chance ist für Stuttgarter. Darf ein Tor werden, wird ein Tor. Maximilian Göggel. Okay. 6:1. Ganz überlegt gemacht, hätte noch querlegen können, aber wenn es so funktioniert, warum nicht? Also deutlicher Auftakt für den VfB Stuttgart. Die haben sich was vorgenommen heute, das haben sie ganz klar gezeigt. Die wollen gleich ziehen mit dem Rekordsieger, mit Hertha BSC Berlin. Das ist die klare Aussage. Leipzig, ja, formulieren wir es positiv, haben die Kräfte geschont. 10 Sekunden noch auf der Uhr. 9, Uhr ist angehalten, immer in der letzten Minute, wenn der Ball im Aus befindet, wird die Uhr sofort angehalten. Auch das ein Bestandteil der Regeln. Damas, 6:1 gewinnt der VfB Stuttgart, überraschend deutlich gegen Rasenballsport Leipzig.